von Experientell und manchmal sind es im Leben die kleinen Dinge, die besonders große Freude bereiten. Und für die heutige EDT besuchen wir eine Künstlerin, die sich damit gut auskennt. Hallo liebe Anja, schön, dass du Zeit für uns gefunden hast. Verrat uns doch ganz kurz, mit welchen kleinen Dingen, die große Freude bereiten, du dich beschäftigst. Ich mache Miniatur-Origami, das heißt, ich nehme ein kleines Blatt Papier und falte daraus eine winzig kleine Miniatur. Das ist ja sehr anspruchsvoll. Also Origami kann ja jeder so, oder sage ich jetzt mal so als Laie. Aber so Miniaturen ist schon was Besonderes. Wie kamst du denn dazu? Das war eher Langeweile im Anatomieunterricht. Okay. Ich habe mit einer Freundin Schokolade gegessen und als die Schokolade alle war und der Unterricht leider noch nicht zu Ende war, haben wir dann das Papier genommen, ganz kleine Schiffchen gefaltet und dann so einen kleinen Wettbewerb gemacht, wer schafft es, die kleineren Schiffchen zu falten. Da hat sich ja so ein bisschen auch so eine kleine Faltsucht dann daraus entwickelt, wie ich deiner Homepage auch entnehmen kann, die wirklich auch so heißt. Diese ganzen Miniaturen, die du faltest, wo kommt denn da die Inspiration her? Entweder ich kaufe mir ein neues Buch und falte dann Modelle aus dem Buch. Oder ich falte halt auf einem Treffen mit anderen Origami-Leuten zusammen und falte mit denen zuerst ein großes Modell. Und dann ist natürlich der Reiz, das nochmal in Miniatur zu versuchen. Bei dieser Millimeterarbeit, die du ja dann da vollbringst, braucht man wahrscheinlich viel Geduld und sonstige Werkzeuge noch? Also hauptsächlich die Finger, damit versuche ich zu falten. Und teilweise hilft mir ein kleiner Zahnstocher, um so ein bisschen in die Ecken von den Modellen zu kommen. Ja, diese Faltsucht hat dir ja dann sogar das Mitwirken bei einem Musikvideo eingebracht, und zwar von Raymond Aeroplane. Wie kam es dazu und was war dein Highlight bei der Produktion? Ja, also halt mit so einem großen Künstler zusammenzuarbeiten, das war total spannend. Ich war auch ein bisschen aufgeregt, als der Auftrag kam und als ich dann natürlich auch das Video gesehen habe. Eine sehr schöne Umsetzung auf jeden Fall. Diese Miniaturen, die du faltest, sind wirklich faszinierend und inspirierend. Und deswegen möchte ich dir ganz herzlich das Gütesiegel von Experientell verleihen. Schön, das mache ich danke. Jetzt mal. Noch hast du es nicht. Oh. So, aber jetzt sofort einmal für deine Miniatur-Origami-Kunstwerke. Vielen, vielen Dank. Ja, danke dir. Und jetzt wollen wir aber unbedingt falten. Ja, werden wir tun. Der Kopf, das wird der Schwanz. Ach genau. Und das hier oben wird der Panzer. Genau, klar zu erkennen. Hier haben wir meine erste Origami-Schildkröte, die ich mit Anja gefaltet habe. Sie ist noch ein bisschen zerdrückt hier oben auf dem Panzer. Das werde ich jetzt gleich mal noch mit Hilfe von Anja hoffentlich richten. Und wir sehen uns, wenn ihr mögt, bei der neuen EDT. Thank you.